zweite Folge unseres kanalinternen Kampfes. Ich immer noch mit Basti auf der einen Seite in Schwarz und Erik und Nico, die beiden Champions unseres Tournaments auf der anderen Seite, die uns gerade mächtig fertig machen. Zumindest haben sie uns vom Anfangsplaneten komplett verscheucht. Und jetzt versuchen wir gerade hier unser Glück auf dem kleineren Planeten. Was ist der Plan, Nico? Basti, was ist der Plan? Haben wir einen? Überleben. Ha. Überleben ist ein sehr guter Plan. Aber was ist der langfristige Plan? Diese Orbitalraketen versuchen zu bauen. Also sprich, wir bauen massenweise Atomraketen, Rampen und versuchen sie wegzuschießen. Oder was? Geht doch, soweit ich jetzt weiß. Ne? Ja, das also funktioniert wunderbar. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt jetzt in privaten Spielen ohne Aufnahme. Da wurde ich gerne schon mal von 10 Atomraketen getroffen, die einfach durchs All geflogen sind. Ich hoffe, die beiden haben noch keine Atomraketen, weil dann können sie problemlos ja einfach jetzt schon welche auf uns abschießen. Wobei sie auch nicht wissen, wo wir sind. Wir sollten auch möglichst bald ein Orbital Deep Space Dingens bauen, damit wir wissen, dass Jäger über uns rumkreisen. Wir sollten auch eine Orbitalrampe bauen, damit wir Jäger bauen können, um dagegen was zu machen. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Wir brauchen auch Radarsatelliten, damit wir wissen, wo ihre Commander rumhocken. Jo. Viel zu tun, ihr seht schon. Das ist hier alles. Wird jetzt Technik 2 läuft. Sehr gut. Gut, dann brauchen wir schnellstmöglich da Energie und Metall, Tech 2. Gut, ich baue mal Energiespeicher als nächstes. Energie haben wir echt wenig. So. Danach Metall. Haben mehr Techniker hier. Techniker können wir nicht genug haben, gerade wenn wir nachher die Atomraketen unterstützen wollen beim Bau. Brauchen wir so viele Techniker. Dass wir das noch zeitlich schaffen, ne? Weißt du nicht. Ich muss mal den Astreus. Auf jeden Fall haben die einen gewaltigen Ressourcenvorteil zu zeigen. Ja, natürlich haben sie den, also das ist klar. Können jetzt nur schaffen, irgendwie mit Nadelstichen da irgendwie noch reinzukommen. Wir müssen es vor allen Dingen schnellstmöglich hier aufbauen und verteidigen, dass jetzt. Sobald da die erste Atomrakete fliegt, müssen wir da schon was gegen machen können. Ich meine, die Raketen brauchen ja Gott sei Dank ein Weilchen. Aber so lange ja auch nicht. So, jetzt schnell hier diesen Energiegenerator fertig kriegen. Ja. Sag ich mir auch. Komm, alles ran da. Bringt das eigentlich überhaupt was, wenn man Minusressourcen hat, mehr Techniker ranzuschicken? Ach, ich glaube schon. Es war früher auch immer so. Es hat schon was gebracht. Das ist dann halt immer nur weniger effizient, als wenn man positive Ressourcen hat. Ne? Aber zwei bauen halt immer noch schneller, glaube ich, als einer. Damals hattet ihr bei Supreme Commander auch mal den Fehler, ich hatte diese Massegeneratoren, also die extra Umwandler. Dass du auf einmal unendlich Masse hattest? Hatte ich bei meinem letzten Game. Da hatte ich auf einmal 99.000 Masse plus. Nee, unendlich hatte ich noch nicht bisher geschafft. War echt lustig. Ich weiß nicht warum. Also es war ein Bug, ne? Weil ich hatte nur 20 Stück davon. Ja, klingt doch gut. Ist doch was Schönes. Ja, der Computer hat mich trotzdem besiegt. Der Computer. Ach ja. Was für ein gemeines Arsch. Ich bin so schlecht geworden, wenn ich euch sehe, dass ihr mit Gescheateten spielt teilweise und ich schaffe nicht mal normal. Ja, das ist natürlich wie bei jedem Spiel, ist das immer Übung. Ah, ich habe jetzt auch, konntest du wahrscheinlich sehen, auch Supreme Commander 1 geholt, aber die Fortschritt Allianz halt. Das ja, fand klar. Ich auch mit das Beste. Ja, ich bin nicht so überzeugt mehr von Teil 1. Also, ich habe es jetzt ja ein paar Mal gespielt und es ist wirklich. Es ist halt wirklich alt mittlerweile, also man merkt an allen Ecken und Enden, mir fehlt da einfach, da bin ich eine Pussy geworden, mir fehlt da einfach viel an Komfort, so, was ich jetzt aus dem Spiel hier kenne oder aus Teil 2. Die experimentellen Einheiten sind da besser. Ja, natürlich, ja, die sind super, klar, um Gottes Willen, das Spiel ist ja auch immer noch gut, aber ja, es hat so vieles, was mir, das ist mir alles zu fummelig und so, also, weiß obwohl nicht. Mit diesen einen DLC ja ein Teil von den alten Einheiten wie der Spinnenbot ja wieder reingekommen sind. Genau, ich finde, das ist dann eigentlich ein guter Kompromiss gewesen. Klar, so ein bisschen was fehlt noch in Teil 2, damit es so gut ist wie Teil 1, aber
Mir ist Teil 1 mittlerweile zu fummelig, zu viel Mikromanagement. Ja. Bin ich nicht so groß. Ich war ja auch nie so der große StarCraft-Fan, läuft bei mir in die ähnliche Richtung. Finde ich einfach ein bisschen zu fummelig. So, jetzt haben StarCraft wir. war ich mal in der Goldliga, glaube Ach ich. du Scheiße. Teil 2 oder Teil. Ja, Teil Beim 2, ne? zweiten Teil, Ja. Das habe ich nicht lange gespielt. Da habe ich den ersten sogar noch mehr online gespielt. Beim zweiten fand ich die Kampagne jetzt geil, aber ansonsten. ja, die war super. Ich werde mir auch die nächste Erweiterung holen, Ja, aber. klar, ne? Die letzte, die. Da warten wir ja alle so ein bisschen drauf. So, jetzt haben wir das geschafft. Jetzt brauchen wir Metall. Baue ich mal hier die drei Dinger noch aus und dann. Ach so, ah toll, ich wundere mich gerade, Nanu, das Bild hat sich schon wieder verschoben. Wo sind denn jetzt die Techs? Hallo? Seid ihr? Was Ah, suchst du? da. Nee, schon gut. Brumm, brumm, brumm. Oh, sogar mal positives Metall ganz kurz gehabt. Ah, wir brauchen noch wieder Metallspeicher, scheiße. Nur 800 Metall, also das ist ein bisschen wenig. Kann ich die mittlerweile eigentlich auch Konzentriere ins. mich gar nicht so sehr auf die Speicher. Versuche immer eine Plusbilanz zu. Ja, aber das ist bei 800 Metall, ist das echt ein bisschen wenig. Also, Ja, das stimmt. das ist sofort, sobald du da mal im Minus bist, bist du nach einer Viertelsekunde beim halt wirklich im Minus. Hast gar nichts mehr. Also mit 5000 Metall oder so, da kann man dann auch sich auf die Plusbilanz konzentrieren, aber nicht mit so wenig. Ich habe mich gerade gewundert. Ich habe. Also gestern kam ein neuer Patch raus für meine GeForce-Grafikkarte. Ja. Beim neuen Patch haben sie jetzt eingeführt, dass du automatisch mit dem System über Twitch streamen kannst, ohne Okay. irgendwas zusätzlich zu brauchen. Das ist natürlich gut. Ja. Ja, auch cool. Wenn sie es noch weiter ausbauen, wäre es natürlich. Aber gut. Ja, ich suche zurzeit Leute, siehst du. Apropos Spiel, hast du ja in der letzten Sag Folge mal. mich gefragt. Ich suche Leute für EU4, also für Europa Universe 4, fürs Multiplayer. Okay, krass, Mann, da habe ich mich ja noch nie rangetraut an diese Paradox-Serien, an diese ewigen Boah, ich hab Riesendinger. das Ewigkeiten. Also, ich hab angefangen mit. Gott, EU3, glaube ich. Dann habe ich Crusader Kings 2 gespielt und sowas. Ja, das ganze Zeug kennt man natürlich, aber habe ich bisher noch wirklich noch nie gemacht. Also Da muss man sich auch rantrauen, das stimmt. das war mir immer so ein bisschen zu groß und zu viel. Da spiele ich immer, also habe ich immer in der Vergangenheit lieber Civilization oder so gespielt. Ja, wo Das war jetzt EU4 vereinfacht, also dann. mehr Komfort hat, sag ich's mal so. Also Vereinfachen es bei den Spielen, das hat noch gar relativ. nichts zu bedeuten, ne? Nee. Aber es macht auf jeden Fall am meisten Spaß von allen Teilen. Ja. Ich würde es gerne mal ausprobieren, na klar, ich bin ja neugierig. Bei Videospielen immer. Aber da bin ich auch noch Anfänger, Anfänger hoch 3. Aber da ist. Gut, ich mag Rome Total War 2 zum Beispiel auch. Sehr. Und da ist halt mehr auf diese Echtzeitschlachten gelegt. Da diese Be Bewertung teilweise, die sind da so grottenschlecht mit Ja, KI. das stimmt. Aber es macht sehr viel Spaß. Bei EU4 ist an sich. Das ist an sich besser. Also von der Karten her, von der Performance, von der KI Ja, sowieso. gerade die KI ist ja bei Total War immer scheiße gewesen. Also. Und Nee, cool, können wir gerne mal ausprobieren. Muss ich mir da nur mal besorgen. so. Und du hast keine Begrenzung, du kannst alles auf der Karte spielen. Das finde ich so krass. Es gibt ja schon diese Hauptfraktion, aber du kannst ja alles Auch anwählen. die ganzen kleinen Neben Ja, Sachen. obwohl es bei manchen halt keinen Sinn macht, aber bei Okay. anderen kannst du trotzdem viel Ja. reißen, also schon krass. Ich habe gerade mal den Orbital Deep Space Radar fertig gebaut und tatsächlich So. sind die noch nicht bei uns im Orbit, was mich echt wundert. Ich hätte gedacht, die sind jetzt hier schon mit Jägern. Doch, ist doch einer. Ein Jäger ist bei Einer? uns. Siehst du? Siehst du? Jetzt ist Ich er sehe keinen. verschwunden. Ich sehe keinen. Achso, weil Ach wir doch, keine der war Energie eben haben. da. Ha. Ja. Ja, wenn man keine Energie hat, dann funktioniert das Radar ja nicht. Also. Ja. Gut, den werden wir dann Also. gleich wieder sehen. Man muss sich halt rantrauen. Ja.
Ja, habe ich kein Problem mit Und du nur. hast keine Begrenzung. Also wenn man mehr Leute Ja. findet, das kannst du mit 32 Leuten online spielen auf der Karte. Also. Krass. Da bist du aber ganz schnell dann auch raus, ne? Also, wenn du Nö, irgendeine. gar nicht. Ich meine, weil du hast so extrem viele Möglichkeiten. Also du kannst ja in dem Spiel ist es so, du kannst das öffentlich machen. Das heißt, jederzeit kann einer reinspielen, eine Fraktion übernehmen. Das ist nicht so. Ja, nicht so starr, dass man einmal nur starten Ja, kann und dann. und wenn halt einer wieder rausgeht, dann wird die halt wieder von der KI übernommen. Speichern geht natürlich auch. Das ist natürlich schöner, Und es hat ein bisschen was von einem MMO dann so, dass es einfach ja, ein bisschen genau. persistent ist. Und du hast halt so extrem viele Möglichkeiten. Also auch wenn jetzt ein Land zum Beispiel erstmal erobert wurde, dann kann eine andere Fraktion kommen und das quasi für die vernichtete Fraktion zurückerobern, dann ist sie wieder im Spiel. Ah, auch sehr cool. Solche Scherze. Ganz extrem viel machen. Ganz viel Diplomatie ist halt drin, ne? Also Ja. ganz viel extreme Sachen. Und es läuft jetzt ein bisschen anders, was es teilweise auch einfacher, aber auch interessanter ist, weil es jetzt viel über diese Machtpunkte gibt. Es gibt Militärmachtpunkte, meine ich, Diplomatie und ja, wie heißt denn jetzt das dritte? Noch was anderes? Kultur Dessen vielleicht Namen? oder sowas? Ja, mir fällt es jetzt nicht ein. Und mit den Machtpunkten machst du halt ganz viel. Machst du Diplomatie drüber oder dein Land verwalten, Forschung treibst du darüber. Deswegen muss man immer überlegen, machst du jetzt was Positives Yeah, in wir haben seinen Jäger Diplomatie oder abgeschossen. so oder sparst du halt für Forschung? Aber jetzt ist es egal, wir sind jetzt bei Annihilation Immer noch und was, ist mir gar nicht aufgefallen. ja, ne? Sieht auch total anders aus, nein, Ja, Spaß. tatsächlich, man merkt sogar einen Unterschied optisch. Gut, also wir haben jetzt gerade seinen ersten Jäger da abgeschossen. Ich baue jetzt gerade mal massiv hier Energie, dass wir mal so ein bisschen ins Plus kommen. Wollen wir einfach mal. Und dann würde ich sagen, sobald wir hier genug Ressourcen haben, erstmal Atomraketenabwehr und dann Atomraketen. Dass die uns da gar nicht überraschen können. Soll was in Dings schon gebaut werden, Orbital-Launcher, Jäger oder irgendwie sowas? Ja, gib mal einen Jäger in Auftrag vielleicht. Avenger. Mittlerweile haben wir auch schön viele Techniker, das könnte sogar was werden. Sollten gleich mal ein paar Oh, Text. oh, Was? oh, Kommt schon oh. was? Oh, was kommt da an Jägern? Ach du verfickte, verdammte Scheiße. Okay, dann sollten wir da gleich mal noch ein paar Umbrellas bauen, weil die können ja nichts machen, die Jäger, gegen Boden. Zum Glück nicht. Ja, komm, dann schicke ich jetzt mal hier rüber. Unsere Techniker, die Frage sind. ist, Was dass da die, eigentlich? also entweder wollen die Atomraketen auf, oder sie wollen landen. Haben sie das eigentlich geändert, dass die Jäger inzwischen aufdecken unten? Nee, ne? Nee, ich glaube, die decken nicht auf. Dann können die uns ja Also. immer noch nicht sehen. Nicht so richtig, nee. Dürften sie eigentlich nicht. So, dann baue ich jetzt mal Umbrella. Ich hoffe, das geht recht schnell mit so vielen Technikern. Ja, immer noch ein Metallminus. Das ist natürlich schlecht. Wenigstens haben wir genug Energie. Ah, Metall Plus, da ist es. Das freundliche Metall Plus aus der Nachbarschaft. Sehr gut. Ah, jetzt hat er seine Jäger verschoben. Sehr gut. Ganz schlauer ist das. Okay, Orbital Launcher, ja, das ist blöd natürlich, dass der nur einen. Da sollten wir mal vielleicht hinziehen, dass wir mehr auf einmal bauen Vermute, jetzt ist können. er gleich kaputt. Ja, na lass ihn einfach da erstmal stehen. Vielleicht kriegen wir sogar mal ein paar zusammen. Ein paar Jäger, wenn wir jetzt schnell genug hintereinander die bauen. Doch, das, dann Ja. brauche ich mehr. Und dann schicken wir mal die Techniker dahin, werden die unterstützt. Er zieht zumindest seine Jäger da jetzt noch nicht hin. Also er weiß ich nicht, ob er es nicht sieht oder nicht drauf achtet oder sowas. Man weiß es nicht. Wenn er nicht drauf achtet, dann heißt, die machen irgendwas auf dem Planeten. Das gefällt mir dann wiederum. Ja. Jetzt zieht er sie wieder. Ja, Ja, da jetzt kommen sie greift jetzt er wieder. unsere Typsis an.
Weg, 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 weg. Nach oben, nach oben, nach oben, nach weg, oben. Weg, Jungs, in die Basis, in die Basis. Ha. Jetzt weiß er, dass wir da sind. Ja, das ist natürlich schlecht. Jetzt sollten wir da auf jeden Fall auch nochmal einen Umbrella hinstellen. Ah, komm, jetzt fliegt er über die Basis. Boom. Das ist natürlich mit zwei Umbrellas noch nicht so das Gelbe vom Ei. Aber pro Schuss geht einer weg. Boom, boom. Ja, aber er hat leider auch 30 oder so. Also, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Ressourcen. Das ist ganz schön. Also, liebe Leute, wir sind tatsächlich noch nicht tot. Wir sind noch am Leben. Sogar nach zwei Folgen. Oder in der zweiten Folge. Das gegen solche Gegner? Ja. Kann aber auch sein, dass sie gerade ein bisschen mit uns spielen. Das weiß man natürlich jetzt nicht. Vielleicht überlegen sie sich gerade so, Mensch. Was mich so wundert, dass ich glaube, die haben auch gar keine Atomraketen gebaut, ne? Ja, das werden sie spätestens jetzt dann auch gemacht haben, also. Ja, nö. Du brauchst gerade eine. Ich baue gerade eine Abwehr da hinten erstmal. Dann sollten wir noch 2-3 in der Basis bauen. 2-3-4. Lieber mehr als zu wenig. Oh, ich habe ein Metall ausgelassen. Noch hin und dahin, dahin und. Ja, wir brauchen alles. Metall, Energie. Von allem etwas. Es ist ein Wunder, ich baue so viele von diesen großen Generatoren gerade und trotzdem haben wir zu wenig Energie. Das ist doch scheiße. Sag mal, Dennis. Mich hast du ja gefragt, jetzt frage ich dich, was magst du eigentlich so für Spiele und was spielst du so zur Zeit? Was ich aktuell spiele, naja, gut, jetzt fängt gerade die Klausurenzeit in der Uni an, das heißt, jetzt spiele ich gerade eher weniger. Aber weniger heißt natürlich nicht nichts, wenn man so ein Nerd ist wie ich. Ich muss natürlich meine PlayStation 4 noch ein bisschen einspielen, da habe ich ja bisher nur Assassin's Creed 4 und das spiele ich auch sehr gerne. Sehr schönes Spiel. Habe ich auch. Also wirklich, wirklich toll. Gefällt mir sehr gut. Habe ich jetzt schon 20, 30 Stunden gespielt. Und ja, auf der PlayStation 3 spiele ich ja gerade halt die ganzen Metal Gear Spiele nacheinander für den Kanal. Das macht mir auch Spaß. Ist ja wie gesagt meine Lieblingsserie, so, die es so gibt. Und da habe ich auch richtig Bock drauf. Planetary läuft natürlich jede Woche. Spiele ich natürlich auch gerne. Und dann in Rome spielen wir auch tatsächlich relativ viel so. Nicht nur das bisschen, was wir dann auch zeigen. Das sind so die Spiele aktuell. Ja. Ich habe aber so viel zu Weihnachten bekommen, dass das noch bis März, April locker reicht. Also habe noch Splinter Cell Blacklist hier rumliegen. Ich habe noch Battlefield 4 noch nie mal angefangen, irgendwas zu spielen da. Also das ist ganz schlimm. Eigentlich ist noch viel zu viel. Battlefield 4, ja, das habe ich auch. Da gab es einen Fehler, das lag an den einen Patch von der GeForce bei mir, dass ich es nicht mehr spielen konnte. Jetzt ist der neue draußen, jetzt hoffe ich, dass es wieder geht. Ah, sehr gut. Nee, ich habe Battlefield 3 auch jetzt nicht so extensiv gespielt, aber Spaß macht's halt hin und wieder einfach mal ein bisschen online zocken. Habe ich ja zu Weihnachten bekommen, selbst gekauft, hätte ich es mir jetzt nicht für 60€, so viel spiele ich dann doch keine Multiplayer-Shooter. also außer Call of Duty, das spiele ich halt immer sehr gerne, aber Battlefield hat halt auch seine Vorzüge, das ist klar mit den Fahrzeugen und so, das mag ich halt auch sehr gerne. Aber eben nicht so, dass ich das jetzt wirklich jeden Tag spiele, da gibt es ja Leute, die haben nur dieses eine Spiel und sind damit glücklich. So Mensch war ich ja noch nie, ich brauche immer mindestens drei Sachen, die ich gleichzeitig spielen kann irgendwie. Dass ich eine Strategie, ein Rollenspiel und einen Shooter oder so und dann finde ich das auch schön. Ein bisschen Abwechslung muss immer sein. So, jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen Atomraketen, Abwehrraketen, das ist doch ganz gut. Bau mal hier hinten noch. Ich dachte echt nicht, dass wir das so weit schaffen müssen. Ja, dass wir noch so lange leben, ne? Ich sehe es aber auch nicht, wie lange wir noch leben sollen, also. Es wird auch nicht mehr lange was werden. Immer noch nicht genug Ressourcen. Meine Güte, wie viel Energie brauche ich denn noch? Na, jetzt gut, wüsste er, wer hat hier. Hat er hier? Ja, nee, er hat hier keine mehr. Nun. Was meinst du? Na, Jäger hat er da noch jede Menge stehen. Da oben sind sie. Oh, der hat da einen Aufklärungssatelliten stehen. Ja, das ist nicht gut. Aber wenn wir jetzt gut sind, können wir den abschießen, bevor seine Jäger eingreifen. Wir haben ja einen Jäger da. Oh nee, wieder Energiemangel. Ach, da ist er. Na komm, schieß.
Hallo. Hallo, wieso schießt denn der nicht? Ist mal ernsthaft. Was soll denn das? Ah, Jetzt jetzt, ja. musst du näher ran. Ja, Geh schieß. kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh Wenn wir kaputt. jetzt zwei Jäger hätten, dann würde das ein bisschen schneller gehen. Dann hätten wir da bessere Chancen. Ja, komm, noch ein paar Schuss. 5, 6 Schuss noch. 2, 3, 4, 5, 6 und tschüss. Und zurückziehen. Nee, jetzt können wir die zurückziehen. Zieh die wieder über die Basis. Bin schon dabei. Sehr schön. Okay, so, ich baue da mal die erste Atomraketenrampe. Die Dinger immer nur neben die Abwehr stellen, damit wir da möglichst. Denn die Abwehr. Wir haben aktuell zwei fertige mit voll bestückte Abwehrdinger und eine, die gerade gebaut wird. Da sollten wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr bauen. Weil die kosten uns ja nichts mehr ab dem Moment, wo sie halt fertig sind und voll bestückt. Mit drei Weil hier Stück. sind noch 29 Jäger im Auftrag. Ja, da sollten wir auf jeden Fall dann jetzt auch mal wieder ein paar Techniker hinschicken und das unterstützen. Ressourcen genug haben wir ja. Ja, jetzt kann ich schicke schon mal zwei hin. Meine beiden, die ständig Masse gebaut haben. So, okay. Meinst du, wenn es danach geht, wegen Projekten, EU4 ist ein reinstes Jahrhundertsprojekt? Ja, na klar, da dauert ja eine Partie schon am besten Wochen und Monate. Selbst wenn man regelmäßig spielt, und das ist natürlich nicht gesagt bei so Let's Plays, ob man das auch schafft. Das ist also. Er spielt ja von 1744, glaube ich, war es, bis 1820 ist das letzte Startdatum irgendwann. Ja. Ja. Also da hat man eine Menge Nee, Jahre, Quatsch, die was man. rede ich da? 1700, ich bin ein bisschen bescheuert. 1400 noch was bis 1800 noch. Also sogar noch ein paar Jahrhunderte sozusagen Ja, mehr. genau. Und das in langsamer Zeit, also 1 zum Beispiel, dauert das ja ewig. Ah, okay. Aber es passieren so lustige Sachen. Das glaube ich. Also ich habe Let's Plays halt geguckt, deswegen habe ich es dann auch geholt, weil es tatsächlich besser ist als EU3, habe ich zum Beispiel sehr gerne gespielt. Ja. Und da passierten dann so Sachen wie zum Beispiel, dass Vereinte Amerika irgendwie ein römisches Kaiserreich oder so wurde und solche Scherze. Ach, sowas ist immer schön. Sag mal, solche Spiele mag ich auch. Nur es ist halt. Weiß ich nicht. Also, uns interessiert es zum Beispiel super. Klasse. Ich weiß nicht, ob die Community das so toll findet, weil es halt Ja, ein na, man könnte es ja mal reinstes. wenigstens mal anspielen, mal so 10 Folgen machen und mal gucken, ob die Leute das mögen. Das, so machen wir das ja eigentlich immer bei den meisten Genau. Spielen. Das geht schon. Weil es halt ein reines Karten, also quasi auf der Weltkarte nur spielt und da halt nicht wie bei Rom zwei Echtzeitschlachten. Ja, das Aber es ist stimmt. nicht rundenbasiert. Basiert, dafür läuft's in Echtzeit. Wir haben immer noch nicht genug Energie. Ich drehe durch langsam. Ja, wenn man so viel Baust aber. gleichzeitig baut. Das Problem ist, dass wir keine Orbitalenergiegeneratoren bauen können, die Kraftwerke, Satelliten, weil natürlich Könnten die wir sofort schon, abschießt. aber die würden weggeschossen werden. Ja, deswegen, das ist zu gefährlich. Könnten mal einen probieren, vielleicht. Den denn Ja, versuchen? wir haben ja jetzt hier ein zweites Ding fertig. Zweite Orbitalrampe. Ist das da gerade oder was machst du da gerade? Ja, das ist das, was ich gerade baue mit der zweiten. Dann schicken wir die denn dahin, direkt mitten in unserer Base und dann. So, die erste Atomrakete ist gleich fertig. Sollten natürlich noch Sollten mindestens wir 5, aber. 6 weitere bauen, bevor wir da irgendwas machen. Ja, dann sollten wir auch einen Radarsatelliten bauen, ne? War es Radar? War es da Oh! was? Oh, schlecht, schlecht. Unser Commander. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Lauf, lauf, lauf. Lauf, du Spinner. Lauf zur Umbrella. Los. Schnell. Hopp, hopp, hopp. Jäger, wo sind die Uff, Jäger? uff, uff. Uff. Das hat ja gerade noch mal geklappt. Oh, die haben den Schaden erhöht, kann das sein? Ja, Drei es. Treffer, halbe Life weg, das war früher doch nicht so. Oder? Kann auf jeden Fall, weiß ich nicht genau, kann sein, dass sie das erhöht haben. War es ein Treffer? Wenn es ein Treffer war, dann haben sie es War auf es jeden Fall echt erhöht. krass viel, ja. Fast die Hälfte der Energie weg. Lass dich reparieren, Ja, komm. verarzten hier. So, stelle ich den mal neben den Umbrella, dann kann da nicht mehr so viel passieren. So, wie viele Jäger haben wir jetzt? 8 Stück. Naja, immerhin.
Der Energiegenerator ist gleich fertig, dann sollten wir damit auch Jäger bauen mit dem zweiten. Die haben da noch, die haben da mehrere solche Satelliten. Ja, ich sehe schon. Dann sehen Ich Sie jetzt. versuche, ich versuche. Versuch's mal. Okay, so, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Energie. Dann bauen wir jetzt hier mit den. Ja, das ist schon krass, was der für ein Bonus. Das ist krank. So, ich baue mal noch ein paar Atomraketen-Dinger. Hier können wir schon mal anfangen, Atomraketen zu bauen. Gott, warum haben wir nicht genug Metall? Das nervt doch alles. Erstes weg, fliegt. Ja, schön, wieder zurückgezogen. Super. Alles gut. Ich glaube, die haben ja da hinten haben sie noch eins stehen. Was ist? Haben sie da noch? Da haben sie einen auch großen, oder? Ist das ein großer Radarsatellit? Advanced, ne? Ja, Ja, also da ja. sehen sie alles. Dann sehen sie auch, dass wir hier gerade Atomraketen bauen. Das werden sie sich natürlich dann jetzt auch zweimal überlegen, was Ich sie will da jetzt auch am einen besten machen. Advanced-Radar-Satellit gerne haben. Den brauchen wir, sonst wissen wir nicht, wo die Atomraketen hingehen. Ja, den brauchen, da brauchen wir aber auf jeden Fall mehrere von und die sind sauteuer. Weil wenn der erste abgeschossen wird, dann sind wir wieder hilflos und müssen warten, bis der nächste kommt. Also da brauchen wir mindestens drei oder so von. Dass wir die nacheinander schicken können und dann sehen, wo die Commander stehen. Ah, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Metall, das ist ja ganz schön. Ich würde gerne zwei von den Tech 2 wieder abbekommen Ja, mach. und weiter Metall bauen lassen. Ja, ich baue gerade auch nochmal mit der kompletten Truppe hier hinten Metall. So, das ist auch So, der läuft. fertig. Oh, warum kann ich die da hinten nicht bauen? Bauen, was ist da los? Jetzt geht's auf einmal doch. Naja. Das sollte reichen, denn hätten wir Metall sowas von Überschuss, das. Hoffentlich. Ah, aber Energie ist schon wieder im Minus. Das gibt's doch überhaupt nicht. Haben wir, wie viel haben wir jetzt? 15 Jäger. Und schon wieder mehr. 17 Jäger. Können wir die fast da oben stellen, ne? Ja. Ja, fast. Eine Fuhre noch, dann sollte es reichen. Minus 600 Metall, oh Gott. Hey. Bauarbeiter, wo seid ihr? Irgendwas verpasst? Bauen nicht. Ja, das machen die ja gerne mal so. Die zweite Atomrakete ist gleich fertig. Das war mein Fehler. Das ist es meistens. Also nicht deiner, aber der des Spielers. Na gut, ich merke schon, das dauert hier tatsächlich sogar noch länger. Falls es in 3 Minuten vorbei ist, dann hauen wir das noch hinten ran. Da kommen gerade noch Jäger an von ihm übrigens. So 30 Stück oder so. Naja, wir werden sehen. Machen auf jeden Fall noch eine dritte Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.